So sieht er aus, der irgendwann mal schönste Bahnhof Deutschlands, der Bahnhof in Bad Kösen. Wie man erkennt, muss das vor sehr langer Zeit gewesen sein. Schön ist anders. Zum Glück soll das nicht so bleiben. Am 12. September trafen sich Vertreter der Stadt Naumburg, des Landes und der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH, um eine Schönheit des Bahnhofs wiederherzustellen. Ja, hier geht es heute darum, dass unser Bauminister, sage ich mal kurz, unser Minister für Landesentwicklung und Verkehr, Herr Webel, zusammen mit Herrn Malta von der NASA GmbH einen Fördermittelbescheid übergibt. Hier für Bad Kösen, hier für das Bahnhofsareal. Hier geht es also um das sogenannte Schnittstellenprogramm unter anderem. Wir wollen die Außenanlagen hier in Ordnung bringen und natürlich auch das Gebäude neu errichten, was abgerissen worden ist. 1,2 Millionen sollen investiert werden. Das Land Sachsen-Anhalt trägt davon 970.000. Neben der noch stehenden Bahnhofshalle werden zwei Teile angebaut, die Räume für Serviceleistungen bieten sollen. Genaue Details, wie die Nutzung aussehen wird, sind aber noch offen. Hier stand ja mal einmal, muss man sagen, einer der schönsten Bahnhöfe Deutschlands, so wurde das gesagt. Ist dann leider lange nicht genutzt worden und ist verfallen. Wir konnten ihn leider nicht mehr retten. Das hätten wir gerne gemacht, den kompletten Bahnhof. Der ist entstanden, um Kurgäste hierher zu bringen, die dann unmittelbar direkt in der Nachbarschaft in das Therapiezentrum gegangen sind, um dort zu kuren. Das wollen wir ein bisschen aufleben lassen. Außerdem ist Bad Kösen nun ein Ort, der nicht gerade klein ist. Er hat ja einiges über 3000 Einwohner. Und man braucht eine Anbindung an die Oberzentren. Angesichts immer dichter werdenden Verkehrs ist natürlich auch ein Bahnhof erforderlich. Wir werden ab 2016/17 einen deutlich verbesserten Schienenverkehr haben. Zwar nicht mal mit ICE, aber mit Regionalexpresszügen Richtung Halle, Leipzig, Erfurt, Jena. Und das wird sicherlich nur gut angenommen, wenn auch ein vernünftiges Äußeres da ist und ein vernünftiger Service möglich ist. Und das wollen wir hier gewährleisten. Das wird auch Zeit. Hat es nach der Wende 20 Jahre gedauert, bis das in Angriff genommen werden konnte? Bad Kösen ist 2010 eingemeindet worden. Zu dem Zeitpunkt gehörte der Bahnhof einem schottischen Fonds. Wir haben sofort gehandelt. Wir haben das Gebäude gekauft, wir haben Untersuchungen gemacht und von 2010 bis jetzt, das ist schon ziemlich sportlich, dass wir jetzt hier stehen und im Grunde genommen die Planungen schon so weit sind, dass ein Förderbescheid übergeben werden kann und dass wir jetzt in den Bau gehen können. Wir wollen eigentlich dieses Jahr anfangen zu bauen. Die Fertigstellung ist für 2017 angedacht. Allerdings ist die Frage der Barrierefreiheit bisher noch nicht geklärt. Ist richtig, es müsste eigentlich noch eine Rampe oder ein Aufzug angebaut werden, damit Menschen mit Bewegungseinschränkung tatsächlich, wenn sie aus Richtung Naumburg kommen, nicht bis Weimar fahren müssen, um wieder zurückzukehren, umzusteigen, um auf der anderen Seite aussteigen zu können. Das ist also wirklich nicht sehr schön und da haben wir eine Aufgabe vor uns. Wir sind gerade in der Findung, ob wir eine Rampe bauen oder einen Aufzug. Das soll bis 2017, 2018 ebenfalls umgesetzt sein.